Video Teil 2. Diese Schrittkombinationen werden in diesem Video gezeigt. Ein Cache-Schritt nennt man eine Schrittausführung, die aussieht wie ein K. Das beginnt mit rechts, Step, Touch. Es kommen zwei Back-Schritte, Back, Touch, Back, Touch, Step, Touch. Rocking Chair. Mit 4 Zähleinheiten. Und zwar ist es mit einem Rock vor und einem Backrock. Vor Rock, Backrock. Das ist ein Wiegeschritt bzw. Gewichtsverlagerung. Erst das Gewicht auf dem rechten Fuß, zurück auf den linken Fuß. Ein Backschritt, Gewicht auf dem rechten Fuß und zurück auf den linken Fuß. Und das nennt man Rocking Chair. Gezählt 1, 2, 3, 4. Step Turn oder Pivot Turn, ein Viertel Drehung und eine halbe Drehung. Wichtig ist, dass immer zwei Schritte gesetzt werden. Der rechte Fuß macht einen Step und wir drehen nach links auf beiden Ballen. Und wenn wir links rum drehen, ist immer das Gewicht auf den linken Fuß. Die Drehung nach rechts setzen wir einen Step mit links, Step, drehen, Gewicht ist rechts. Also rechtsrum ist immer das Gewicht auf den rechten Fuß. Eine halbe Drehung, Step, Turn und nochmal eine halbe Drehung nach rechts, Step, Turn. Auch hier ist das Gewicht rechts. Gezählt, 1, 2, 1, 2, Gewicht rechts. Rock, Step. Eine Schrittkombination mit zwei Schritten für eine Gewichtsverlagerung von einem Fuß auf dem anderen in jede Richtung. Beginnend mit Rock vor. Rock vor, ein Backrock, Backrock, ein Siderock und ein Crossrock. Gezählt 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Diese Kombination gibt es natürlich auch mit links und mit einer Drehung. Und zwar Seitrock Viertel mit einer Drehung nach links. Seitrock Viertel. Der linke Fuß setzt dann die Viertelposition. Und genauso mit einer Drehung nach rechts, Seitrock, und dann ist der rechte Fuß in dieser Viertelposition. Das ist dann mit einer Drehung ein Rockstep gemacht. Jazzbox ist
eine Schrittkombination mit 4 Schritten und diese Schritte werden wie ein Quadrat gesetzt, beziehungsweise wie eine Box. Beginnen tut eine Jazzbox immer über Cross und mit einem Backschritt. Cross, Back, Side, entweder schließen oder ein Step vor oder ein Cross. Das sind verschiedene Varianten, wie die Jazzbox beendet werden kann. Die Jazzbox gibt es mit links auch. Cross, Back, Side, schließen und beim Schließen geht dann das Gewicht auf den rechten Fuß. Dann gibt es eine Jazzbox mit 4L-Drehungen nach rechts. Bei einer Drehung sind immer die ersten 2 Schritte gleich. Cross, Back, jetzt geht der rechte Fuß in 4L-Position und der linke wird entweder mit einem Touch oder mit einem Schließen abgesetzt. Und dasselbe geht mit einer Drehung nach links. Da wird mit links begonnen. Cross, Back, Viertel, schließen. Gezählt. 1, 2, 3, 4.